Direkt mal hier, Moment, ich muss ja erstmal die Einführung machen, so. Willkommen zurück, liebe Zelda-Freunde, in diesem wunderschönen Abenteuer mit Zelda und mit mir, mit Glumanda, mit Tinguin, ja, alle sind da, mit Chat ist auch am Start und wir haben Wein. Wir haben viel Wein. Wir haben viel Wein. Ich trinke das übrigens aus einer, das muss ich noch kurz zeigen, ja. Ich trinke das aus einer Star Wars-Tasse. Guck mal, da steht drauf, May the Force be with you. Vor 3 Tagen war ja Star Wars Day, ne? 4. Mai hier. Vorne steht schön Jedi Master drauf. Die Tasse wurde mir damals von Internet, langjährigen Internetfreunden wurde die mir geschenkt. Das war sehr nice. Jo, was geht, YouTube? Alter, bin ich jetzt im Fernsehen hier? Jo, Kerni, danke für dein Resub, Mann. Du Real Gasm. Kerni auch gerade sehr aktiv mit meiner Chat-KI im Discord am rumhantieren. Hat auch Spaß dabei. Aber jo, Leute, genau, hier. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie die Videos geschnitten werden, liebe Freunde auf YouTube oder sonst irgendwo im VOD jetzt. Wir hatten gestern ein kleines Problem gegen Ende. Und zwar ist das Spiel gecrashed. Ich hätte eigentlich damit rechnen sollen, aber das Spiel ist gecrashed. Ich war sehr sad. Hatte kurz überlegt, ob ich es einfach sein lasse, weil ich eigentlich meine Zuschauer nicht mehr damit foltern wollte, das nochmal zu spielen. Aber stattdessen haben wir Folgendes gemacht. Ich habe mich einfach in der Nacht hingehockt und habe das Spiel einfach nochmal gespielt. Ja, ich weiß, ich bin irre. Aber wir sind jetzt genau da, wo das Spiel gestern gecrashed ist. Wir haben jetzt auch einen Safe State an der Stelle. Also eigentlich kann nicht mehr viel schief gehen. Außer meine Platte raucht ab und alles explodiert. Könnte auch passieren mit so einem CDI-Spiel. Würde mich gar nicht mehr so überraschen. Die CDI-Games spielen wir ja schnell durch, Leute. Also ich meine, to be fair, gestern waren es 3 Stunden und jetzt nochmal 2 oder so. Ist doch, also wir haben das alles innerhalb von einer Woche durchbekommen eigentlich. Da kann man nichts sagen. Aber ja. Hauptsache, ihr musstet da nicht nochmal durch. Ich habe das ganz auf mich genommen. Aber ja, Week 2 ist das doch schon. Ja, aber nur, weil ich auch nicht jeden Tag streamen kann. Soll ich mich dafür jetzt entschuldigen? Oder? So ist es halt. Tut mir leid, dass ich nicht jeden Tag 24/7 streamen kann. Würde ich gerne, wenn ich dafür genug Geld bekäme. Aber so ist es noch nicht. Daher müssen wir uns das ein bisschen verteilen. Aber, genau, guck mal hier. Also ich glaube, ich habe so gut wie alles einigermaßen nachgebaut. Mit einem Unterschied, wir haben einen Spell mehr. Nämlich diesen, ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert. Aber es gab in diesem Dorf, relativ im Zentrum der Map, gab es so einen Feuerballzauber für 150 Rubine. Den habe ich diesmal gekauft, den hatten wir vorher nicht. Weil das ist, glaube ich, der einzige Unterschied. Eventuell haben wir ein Herz noch mehr. Ich bin nicht mehr genau sicher, ob wir das hatten. So, genau. Wir sind jetzt quasi direkt nach dem Crash. Also wahrscheinlich habt ihr gerade das Ende vom anderen Video gesehen. Wir sind jetzt genau einen Raum nach dem Crash, quasi einen Raum weitergegangen, weil ich gucken wollte, ob es nochmal crasht. Und ja, praktischerweise ist das wirklich direkt der Bossraum. Das heißt, wenn ich jetzt hier aus dem Pausenmenü rausgehe, sind wir direkt im Bossfight. Also machen wir das mal. Und gucken, was passiert. Es geht direkt richtig spannend und atemberaubend los. Mit richtig krasser Action. Der Feuerzauber ist auch echt gut. Ich kann dir mal kurz zeigen. Ich finde den echt genial. Das Problem ist natürlich, der ist wahrscheinlich nicht so gut gegen Wasserviecher. Aber der Spell ist nice. Der schießt so 3 Feuerringe. Und, oh wow, es hat sogar getroffen. Der schießt so 3 Feuerringe. Und, die machen alle 3 Damage. Also du kannst da teilweise richtig viel DPS raushauen. Der ist echt gut. Glaube ich, mein Lieblingsspell bisher. Ne,
Nee, aber ich finde trotzdem, dass die, ich finde trotzdem, dass die Spiele an sich schnell durch waren. Also ich meine, Faces of Evil hat so 2 Stunden gedauert, glaube ich. Na, die klar, die Crashes waren halt ein Problem und so, aber so allgemein waren die doch recht fix. Das hier ist jetzt halt ein bisschen länger. Ich glaube, das ist das wird wahrscheinlich insgesamt so 5 oder 6 Stunden dauern. Aber die anderen 2 waren ja relativ gechillt. Wenn da vielleicht der Emulator irgendwann so ein bisschen besser ist noch. Wobei ich nicht glaube, dass die den weiterentwickeln. Aber wenn der irgendwann noch ein bisschen besser ist, dann gibt es vielleicht auch keine Crashes mehr. Und dann können die ganzen Leute, die das jetzt unbedingt auch mal spielen wollen, können das dann auch spielen. Ich wette, dass jeder, der dieses Video sieht später, der wird sich doch auch denken, ja, das will ich auch. Das ist genau mein Ding. Okay, ich bin kurz davor, einfach zu facetanken. Weil das wahrscheinlich wieder besser ist, als probieren zu dodgen. Okay, nee, wir spielen. Okay, Leute, wir müssen hier beweisen, dass wir Pro-Gamer sind, okay? Ich probiere jetzt, das Pattern auswendig zu lernen. Zumindest so die erste Minute. Und alles zu dodgen. Ah, wieso kam der so delayed? Die Hitbox ist halt auch wieder godlike hier. Jawohl! You have beaten me, but water takes many shapes, and I'll be back. Okay, Terminator. I'll be back. So, ich hoffe, ihr seid bereit für eine neue Videosequenz. Moment, ich weiß ja, ich muss gleich den Ton wieder aufdrehen. Weil das Audio-Balancing einfach genial ist. Schade, dass Chris kein Trinken redeem hat. Soll ich es reinmachen? Für wie viele Punkte denn? Evil still looms over Ptolemaic, Zelda. Stay true to your journey, for it will bring you closer to young Link, who lies captive to Ganon. I hear tell of a vast fortress of strength and power. Go forward bravely, and you will be victorious. Okay. Ein Fortress of great strength and power. Das klingt hervorragend. Kann's kaum erwarten. Ich weiß nicht, was haben andere Streamer denn so für eine Punktzahl für das Trink-Reward? 500 passt immer und 30 Minuten Cooldown. Das klingt eigentlich ganz gut. Soll ich euch das jetzt live hier reinmachen? Das ist kein Problem. Wird jetzt kein schönes Icon sein, aber ey, easy. Easy, das haben wir gleich, Leute. Ihr wisst ja, ich bin ein Mann des Tuns, ja. Dann machen wir jetzt einfach live, machen wir jetzt ein Reward. Weißt du, in wie vielen Streams seht ihr das, dass der Streamer einfach live ein Reward einfach einpflückt? Was nehmen wir für eine Farbe? Hier Wasserfarbe natürlich. Nehmen wir so ein schönes Blau, jawohl. Trink. Du Sau. Trink, du Sau. Kost 500. Cooldown. Minutes 30. So. Wunderschön. So. Da ist es, Leute. Trink, du Sau. Jawohl, okay. So will ich das. So will ich, dass die Leute mit mir reden. Prost auf den Chat.
Erstmal sauer. Ja, sauer. Okay. Oh Gott. Verzeih, das sehe ich erst jetzt erst. Der ist übrigens gut. Der ist gut. Das ist so einer, der, der flutscht so direkt runter. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede wahrscheinlich, aber... Der ist halt sehr gut im Abgang. So, okay, dann fressen wir aber noch ein saures Candy. Mann, ich will mein Spiel hier zu Ende spielen und... Ihr bringt mich zum Saufen und zum, hier, ne? Okay. Weiter geht's. Also ich glaube, wir haben ein Herz mehr als gestern. Ich habe da nämlich noch eines gefunden, da war ich mir eher so ein bisschen unsicher, ob wir das schon hatten. Let's go, Seldor! Chat, wer ist die bessere Waifu? Peach oder Zelda? Jetzt teste ich mal euren Geschmack hier. Wisst ihr was? Ich glaube, wir schaffen nicht nur das Spiel. Ich glaube, wir spielen das sogar mit 100% durch. So wie ich das gerade sehe. Weil es fehlen noch zwei Schreine. Und das bedeutet zwei Herzcontainer. Und das heißt, wir haben alle Herzcontainer. Und ich glaube, ich habe auch alle Spells. Junge, mit Zelda's Adventure 100% durchgespielt, Mann. Ultimativer Gamer, ey. Sarah! Yo, hi. Zelda, finde ich auch, ja. Zelda ist definitiv die hübschere, die smartere und die mutigere. Und Peach ist einfach nur, Peach ist so ein Pippi. Peach ist so Barbie. Ist nicht so mein Fall. Steh nicht so auf Barbies. Barbies. Barbaren-Barbies. Barbie der Barbar. Und Zelda hat Elfenohren. Das ist natürlich ein Plus, ja. Elfenohren sind fucking sexy. Und ich weiß nicht mal warum. Eigentlich ist es sehr awkward, dass wir was als gut aussehend empfinden, was eigentlich gar nicht zu unserer Rasse gehört, oder? Das ist genauso ein Ding wie mit hier, so Fuchsohren. So Fuchsohren oder Katzenohren, so Katzenschwanz und so. Wieso mögen Leute sowas? Weil es ja eigentlich, das ist ja definitiv nichts Menschliches. Peach ist aber eine nette Prinzessin. Und Zelda nicht? Hm? Emzuri, hello there. Did you see the shipwreck up the beach? It happened many storms ago, and I'd collected some of the things from the wreck here. I'll sell them to you if you wish. You have to beware on this great south. Mann, er passt gar nicht rein vom Outfit her. Er passt gar nicht rein. Even the largest vessels. Also im letzten Mario-Film war sie nicht nett. Oh! Okay, interessant. War Peach in dem Mario-Film? War das so eine auf Teufel komm raus emanzipierte Frau? Oder was haben sie da gemacht?
Ich habe den leider noch gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Aber der soll ja echt gut sein, ne? Also zumindest habe ich nur Gutes davon gehört. Du hast ihn auch nicht gesehen. Ja, eigentlich müsste ich mir den ja angucken, so als alter Nintendo-Fan. Apropos Nintendo. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Nintendo hat heute angekündigt, dass sie noch innerhalb dieses Jahres ihre nächste Konsole ankündigen werden. Exciting! Ja, es ist krass, oder? Weil ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, aber die Switch wurde 2015 angekündigt. Seit 9 Jahren hatten wir keine neue Nintendo-Konsole. What? Ich glaube, es hat noch nie so lange gedauert. Was mich ein bisschen fasziniert. Weil jetzt frage ich mich natürlich, ob die da irgendwas richtig... So richtig crazy Ding jetzt raushauen oder so. Das hat keine Sau erwartet, weil es wirklich so lange gedauert hat. Ja, ich habe auch schon geschrieben, also ich hoffe wirklich, weil Nintendo hat ja in der Vergangenheit immer so, die bringen ja immer gerne neue Sachen raus. Also die probieren irgendwas Innovatives zu machen und manchmal klappt's, wie mit der Switch zum Beispiel. Ich fand das auch genial, dass du das halt am Fernseher spielen kannst, so in groß, aber auch als Handheld mitnehmen kannst, mit relativ guter Akkulaufzeit sogar. Aber ja, die hatten halt auch Dinge, die nicht so geil waren, wo sie dachten, ey, das ist doch ein cooles Feature. Siehe Wii U, ne? So Dinge halt und Motion Controls und alles drum und dran. Deswegen, ich hoffe, dass sie gelernt haben durch den Erfolg der Switch, weil die war ja, oder ist, die Switch ist ja, super beliebt. Und ich hoffe, dass sie sich da ein bisschen orientieren und vielleicht jetzt da irgendwie sagen, okay, das ist jetzt unsere Nische, dieses, ne, Portable, Home-Console-gemischte Ding. Und dass sie das quasi weiter verfolgen. Und anstatt, dass sie probieren... Quarry, young one. I don't see many folks these days. Ever since Ganon devastated the land, there's been so little construction. No one comes to me for quarry stones. I am told there is wealth in this large lump of coal, but I know not how to claim it. You may take it away. Okay. Warte kurz. Genau, also ich hoffe, dass sie das weiter verfolgen, die Idee, weil die ist echt gut. Und ich hoffe halt auch, dass sie eventuell dieses neue Gimmicks entwickeln, so ein bisschen eingestellt haben und stattdessen wirklich probieren, so hardware-technisch da vielleicht so ein bisschen nachzuhaken. Weil ich verstehe zwar, dass sie halt immer so die Nische haben wollen, ja, wir haben die billigste Konsole. Das heißt, die ganzen Familien, die kaufen eher unsere Sachen. Aber es wäre halt schön, wenn die neue Konsole halt wirklich auch, ich sag mal so, so neuere AAA-Spiele abspielen kann, ohne dass die Entwickler halt die Grafik so runterschrauben müssen, dass sie irgendwann gar keinen Bock mehr haben. Weil die meisten Entwickler sagen sich halt, nee, also die Switch, die hat so eine scheiß Hardware, es lohnt sich für uns gar nicht, unser Spiel darauf zu tunen, weil dann sieht es einfach nur noch scheiße aus. Und die Leute, die es machen, siehe Mortal Kombat 1 zum Beispiel, das ist einfach nur ein Meme-Fest. Ich hoffe, dass das nächste Zelda dann... Ja, das wäre cool. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich verstehe zwar, was Nintendo da bisher immer verfolgt hat mit der Preisgeschichte, aber ich hoffe, für mich persönlich, so ganz egoistisch, dass es halt ein geiles Teil sein wird. Portable, aber auch mit fetter Hardware. Es ist natürlich schwierig, den Spagat da zu schaffen, weil wenn es zu fett ist von der Hardware her, dann muss halt die Batterie auch krass sein, ne? Es ist halt... Oder sie haben echt so zwei richtig verschiedene Modi. Dass wenn du halt unterwegs das Ding dabei hast, dass die Auflösung dann weit runtergedreht wird oder so irgendwas und, ne, quasi zu Hause, wenn es am Strom ist, kriegst du halt quasi die komplette Leistung.
Aber ja, es wäre echt cool. Also ich würde wirklich auch so gerne so mal Exklusivtitel von Nintendo mit so richtig Next-Gen-Grafik sehen. Das wäre halt so geil. Stellt euch mal vor, so ein Zelda-Spiel, wo wirklich dann wo gar keine Hardware-Limitierung mehr ist und die können halt wirklich die Sau rauslassen. Das wäre echt cool. So, das hier müsste... Physical strength is the next test for you, Zelda. Prepare for the dangerous series of contests just ahead. Nächster Dungeon, Freunde. Der Schrein der Stärke. Come over here, Princess. I have things of beauty to please your eye. The red ribbon costs 50 rubies, but it has a history beyond price. Come again, you deserve many objects of beauty. Okay. Die Schleife fand ich jetzt auch direkt am anziehendsten. Dann hole ich mir die Schleife. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass die anderen zwei Items überhaupt nichts bringen. Von daher... Ich hoffe, die nutzen die alte Zelda-Formel mehr. War persönlich kein Fan von. Ja, es ist schwierig, weil ihr habt ja jetzt durch den Marathon hier auch nochmal gesehen, wie die ersten Zeldas waren und so. Ich fand, dass Breath of the Wild und Tears of the Kingdom relativ nah an Zelda 1 rankamen. So vom Spielgefühl her, dass du halt wirklich so in dieser Welt drin bist und du erkundest die einfach mal, ohne jetzt wirklich linear zu wissen, okay, du musst jetzt da in den Kokiri-Wald und da in den Tempel, weil das sagt dir der Eulenmann oder so. Man kann sich drüber streiten. Also ich finde beides toll. Von daher habe ich da eigentlich gar nicht so wirklich irgendwelche Wünsche. Aber ja, ich kann auch die Aussage verstehen, dass das den Leuten ein bisschen zu offen ist und dass sie lieber so ihre normalen Dungeon Crawls halt wollen. Was ist das denn hier alles? Rot oder ich nehme Schwarz. Übrigens sehr geile Musik hier drin, also der Loop ist echt gut. So grandios, die BGM hier. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay. Wisst ihr, was ich glaube, was das ist? Weil das ist also so extrem linear. Da gibt's ja wirklich gar keine Abzweigung oder so. Ich glaube, das ist so ein... Das wird, glaube ich, so ein Gauntlet. Wird die ganze Zeit einfach nur gegen Monster kämpfen. Physical strength is the next test for you, Zelda. Prepare for the dangerous series of contests just ahead. Okay. Stärke hab ich. Warte, wieso muss Zelda einen Test der Stärke machen? Sie ist doch... egal. Hello, young one. You look like a friendly face. It's been many a year since I've sat down with a young woman like you to talk over my troubles. My children have all moved on to other areas of Hyrule, and I don't get to see them very much at all. Did you know that Morgan has been seeing the maid Vanity? I don't think it's at all suitable. Am I boring you? No matter. You look like Cheers. You don't have much to do. It's certainly odd weather we've been having, don't you think? My, this water jug is becoming heavy. I wish my husband had installed running water in our house. Okay, die sind alle ultra langweilig, die Leute hier. A foe has entered my realm. Okay. Please, miss, I'm so thirsty. Would you draw me some water? You have a kind heart. My guardians rewarded you with a gold necklace to increase your magic defense. May you use it well. Okay. Okay. Anscheinend habe ich jetzt ein Necklace mit mehr Magic Defense. Okay. Ich verstehe halt... Was ich nicht verstehe, ist,
Wir haben ein paar Gegenstände, die, also zumindest laut Spielaussage, unsere Verteidigung erhöhen. Zum Beispiel das Ding hier, was wir gerade bekommen haben. Da heißt es, es erhöht die Magic Defense. Das Ding, genauso wie der blaue Ring, also laut Aussage vom Shop sollen die Verteidigung erhöhen, aber wieso sind es dann Waffen? Und es ist, ich verstehe es nicht ganz, also es ist mir ein bisschen unklar, was das genau soll. Welcome, Zelda. I've been waiting for you for many suns. I am here to help you learn the skills of the archer. You must learn to judge the flight of your arrow the way a hawk controls his dive. Oh ja, ich verstehe schon. Okay. Study the pace of the bears before you let fly your arrow. Warte, ist das der ganze Schrein? Nur so komische Tests? Vor allem habe ich noch Omega 4 Rubine dafür bekommen. What the fuck, ey? Die Musik erinnert mich gerade auch so. Die Musik erinnert mich gerade voll an Monty Python, euch auch? Ihr Ritter der Kokosnuss. Was ist das denn hier? Okay. Ja, ich aktiviere die jetzt einfach mal alle, auch wenn es wahrscheinlich... Oh! Alter, ein Knüppel! Ja, das ist die perfekte Waffe für Zelda. Hello there, little one! Step up and buy a ticket to the jousting field, where the bravest and strongest knights in Talamak test their skills! Who knows, beautiful, you may get a chance yourself. Ich muss mir ein Ticket kaufen dafür? Also, richtig geiler Dungeon bisher. Ich bin komplett beeindruckt. Dare you ride in the joust against the Red Knight? You are so young. But take up the lance if you will. Take up the lance if you will? Ich hab eine Lanze. Hold tight, little enemy. You have something stolen from me and I am strong. I am strong. You have something stolen from me and I am strong. Krasses Rätsel, Mann. Oh nein. Noch zwei. You have something stolen from me, and I am strong. Ha ha ha.
Das brauche ich als Sub-Alert. So ein 1% Chance Sub-Alert. Oh nein, Schiebepuzzle. Oh fuck, Chat. My one weakness. Wahnsinn. Also das ist bisher auf jeden Fall der geilste Schrein. What have we here? A princess, wandering the field of honor on her own. Come over here, and I'll sell you a ticket to the field of the broadsword. Watch yourself in the broadsword. Okay. Ich glaube, das Rätsel hier ist einfach nur, dass man einfach hört, welche Waffen man benutzen muss. Also wahrscheinlich kann ich die gar nicht killen ohne die richtige Waffe oder so. The swords are heavier. Auf jeden Fall der teuerste Schrein. Ja, man kriegt ja aber auch das Geld zurück, ne? You are 20 rubies. 20 rubies! A thin waif like thee? Ha! Can you even lift a broadsword? One as small as thee put to flight, my brother. This I must test. Oh, ist das geil. Alter, bin ich froh, dass ich das nicht geflasht habe. Ich bin so froh, das war's wert. Das waren die 2 extra Stunden gestern Nacht wert. Dass ich das hier sehen darf. Holy fuck. Warte mal, wie weit sind wir denn jetzt? Okay. Some fiend has put my blue knight to shame and defeated my green knight. This will be punished. Richtig menacing, man. This will be punished. Oh nein. Gegners. Also interessant, bisher ist der Schrein der Stärke der Schrein, wo ich am wenigsten kämpfen muss. Warte, ist das ein Abakus im Hintergrund? What the fuck? Wenn sowas heutzutage rauskommen würde, die Leute würden sagen, AI-generated. AI-generated Game. Der Witz ist, ich glaube, KI könnte locker ein besseres Spiel machen als das hier. Oh oh. So we meet at last. You are small and weak. You're no more than a bite for a warrior such as me. Ist das der Boss? Ich glaube, das ist der Boss. Sehr geiles Design, ja. So we meet at last. You are small and weak. You're no more than a bite for a warrior. Es kann sein, dass hier oben ein Safe Spot ist. Mehr oder weniger. Ah, ne, okay, jetzt kommt er. Ah, okay. Nevermind. Ich wollte es mal ausprobieren, weil es so aussah, als käme er hier nicht hin.
Okay, okay. So jetzt. Es wäre übrigens super einfach, wenn ich einfach diese Heilungsflasche benutzen würde. Aber das könnte ja jeder. Jetzt läuft er hoch. Ja, jetzt. Ja, das ist ganz witzig. Also die folgen wirklich Schienen. Die laufen immer komplett gleich. Also die reagieren eigentlich gar nicht auf die eigene Bewegung. Sprich, eigentlich kann man das easy... Also nicht easy, aber... Das Spiel ist auf jeden Fall sehr gut, no-hitbar, glaube ich. Wieso ist denn da... Warum ist denn da unten auch eine Zielscheibe? Das ist so random. Okay, okay. Ton wieder laut. Zeit für eine Videosequenz. Shout of triumph in the teeth of the impossible. You are drawing close, but your journey will carry you far to the northwest, where many say there's a rumble in the earth and a glow of fire. Huh? Feuer. Far in the northwest und irgendwas mit Feuer. Und irgend so ein Rumble in der Erde oder sowas. Oh, schnell den Ton wieder senken. So. Laut Karte ist hier unten sogar noch eine Fee. Ja. Habe ich komplett geskippt. Ah, egal. Ah, okay, warte, ich sehe. Okay. Ich sehe, wo es ist. Okay. Dann, einfach mal jetzt die Game-Mechanik hier benutzen, ja. Wir teleportieren uns zum zweiten Schrein. Der ist nämlich ganz in der Nähe von dem anderen Schrein. Krass, Mann. Gaming. Gaming. Hier ist wieder dicker. Ah, oh Mann, ich werde diese Spiele vermissen. Ich werde sie nie wieder spielen wollen, aber ich werde sie vermissen. Ach ja, hier drüben. Hier drüben war übrigens das eine Herz, was ich noch dazu bekommen habe. Das war hier irgendwo versteckt. Da musste man einmal so links rumlaufen. Und dann war es einfach da. Am Fluss. Wie lange ist der Cooldown? 30 Minuten, wie ihr gemeint hattet. Can't you see I'm a busy goblin? What you seek is far away to the east. Be gone. Was?
Nein, es ist im Westen. Was redet der? Trink, du Sau. Gut. Ich trinke, ich Sau. Squadola! Squadola! Ja, anscheinend habt ihr das jetzt zu unserer offiziellen Begrüßung gemacht im Discord. Die Feueratmo, Alter. Schreien? Your commitment to your quest is tested here with the ruthless Warbane. Only your passion to rescue Link and save Ptolemaq will defeat his fiery battles. Feuer, okay. Be gone! I, Blacksmith, have my work to do. No time for intruders. Eiskalt, Alter. Eiskalt. Feel the tip of my spears and tell me they are the finest in Ptolemaq. Ja, genau. Warum? Warum haben die mehrere Ambosse? Und warum sind da überhaupt zwei Schmiede jetzt schon, die einfach ultra aggro sind und mich töten wollen? Hä? Huh? Okay, der Sound war auch ziemlich gut. Das klang fast genauso wie der Mückensound, nur ein bisschen runtergepitcht. Okay. Na ja, gut. Ey, ich muss sagen, also allgemein sind die Schreine in dem Spiel hier sehr linear immer. Also der einzige, der halt so ein bisschen verwirrender war, war halt der mit dem Zirkusschrein da. Aber ansonsten gibt's ja eigentlich meist nur einen Weg, so richtig. Ich merke den Alkohol. Ich dachte, es wäre ein Tier oder so. Yes! Yes! Ich durfte es nochmal hören. Ha ha ha!
You have not the fire in the belly to do else but obey me. Hammer. Das ist sehr Princess Zelda-like, auf jeden Fall. Wenn ich an Prinzessin Zelda denke, denke ich auch immer direkt an Hammer. Oh sch... Wow. Alter, der ist ja übelst mächtig, what the fuck? Sag mal, hatten die einfach keinen Bock mehr? So mit den letzten paar Schreien? Was ist denn das hier? Ah, okay. Bei ihm funktioniert es nicht. Das hier auch nicht. Moment, wir haben ja gestern was gelernt, Leute. Wir haben gelernt, dass es eigentlich keine Immunität gibt, sondern nur, quasi Schwäche und Widerstand. Das heißt, wenn ich jetzt einfach hier die ganze Zeit so weitermache, müsste er theoretisch irgendwann sterben. Ich trinke noch mal was. Ah, da. Ich war schon kurz am Zweifeln. Aber nur kurz. So ein geiles Spiel, Mann. Ist das der Boss? Nee, oder? Sag mir bitte nicht, das war jetzt der ganze Dungeon. Rightly my own. No slip of a girl can take it from me. Mine. Only I have the fire in my heart to keep it. Nein. Das war der letzte Schrein? Das? Oh Gott. Zelda, life is always one order more horrifying than you expect. The great evil Ganon spoiled your victory. Make haste. Do not let him out of your sight. Holy shit, Alter. Ich hör dich. Oh Gott, was? Wow, Moment. Erstmal, okay. Was geht jetzt ab, Alter?
Oh, Boss Rush oder was? Und die Bosse haben alle keine Chance gegen den Hammer. Oh, warte, okay, er ist. Okay. Er ist anders. Bei ihm war Feder gut. What the? Die sterben ja alle in einem. What the fuck? Ich weiß nicht, ob das. Was ist das, was da rumfliegt? Ich komme mir gerade so verarscht vor, ey. Oh shit, ist das Ganon? Ah ja, genau, mit Doppel-N, stimmt. Das ist der andere Ganon. Ich war stuck. Ich war stuck an dem Stein. Wir machen das aber ohne. Ich habe keinen Bock auf Heilung. Wir machen das ohne Heilung. Wie echte Gamer. Was ist denn das jetzt eigentlich? Nix, okay. Ich verstehe halt nicht mal, was das darstellen soll. Ich glaube, das ist der schlechteste Boss Rush, den ich jemals in einem Videospiel erlebt habe. Der ist richtig mies. Das ist eigentlich so eine Waste of Time. Ey, aber hier, der Schrein der Stärke fehlt doch. Das komische Tiger-Dings da, oder was das war. Der Tigerbär. Ganons Seele, die immer die Gestalt der Bosse annimmt? Oh ja, maybe. Das klingt auf jeden Fall cool. Warum sieht seine Seele aber so komisch aus? I don't know.
Okay, here we go, guys. Here we go. Das große Finale. Der legendärste Fight aller Zelda-Spiele. Zelda versus Ganon. Ganon. Der Fall ist so episch, Mann. Oh, ich wurde erwischt. Yes! Ach, wie schön. Und da sind sie vereint. Da sind sie wieder vereint. Mann, da ist er. Da ist Link. Princess Zelda, you've succeeded. Your victory has brought peace and light back to Tolamac. Your courage and strength will not be forgotten. For now, the work is done. Off you go to celebrate Link's return. But first, remember, lessons of the heart, mercy and human kindness prevail. Above all else, farewell, young princess. Oh, was ein geiles Game, Mann. Yes! Woo! Chat, in mir bebt gerade ein unglaubliches Gefühlschaos. Oh, da sind sie. Da sind unsere Helden, Leute. Feiert sie, die Entwickler dieses Spiels. Das ist ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Ohne dieses Spiel hätte es Ocarina of Time nie gegeben. Meine Augen haben gesehen, was sie gesehen haben. Ja. Ich denke, damit kann man das ganze Erlebnis hier gut zusammenfassen. Unsere Augen, Freunde, unsere Augen werden niemals wieder die gleichen sein. Unsere Augen haben nämlich das hier gesehen. Sie haben gesehen, was sie gesehen haben. Wird uns für alle Zeit ändern. Könnte sogar stimmen, die Aussage. Nee, tut sie nicht. Es hat nichts mit Nintendo zu tun. Gar nichts. Oh. Episch, Mann. So, Chat. Welches der drei CDI-Spiele war euer Favorit? Geht auch gar keins. Ja. Ja, okay.
Zelda Make-up, jawohl. Und die hatte Make-up? Warte, zwei Leute haben Zelda gespielt? Okay. It's illegal to copy this. Yes. 5 Jahre Gefängnis, alle. Uiuiui. Uff. Oh, wir waren schnell. Chat, wir waren weitaus schneller, als die das angegeben haben auf How Long to Beat. Die meinten, es dauert 6 Stunden. Ich glaube sogar nur durchspielen dauert so lange und nicht mal irgendwie, 100%. Wir haben 100%, glaube ich, gemacht. Nee, eine Sache habe ich nicht gemacht, aber kann ich euch erzählen. Wir hatten ja dieses Erz bekommen, der irgendwo ganz rechts vor dem Schrein der Stärke, wo der Typ meinte, angeblich wäre das irgendwie wertvoll, aber er weiß nicht, warum oder sowas in der Art. Und man konnte diesen Brocken Erz konnte man zu dem Schmied bringen, in diesem einen Dorf. Und da kommt dann ein Diamant raus und der ist einfach super viele Rubine wert. Aber wir hatten sowieso genug Rubine, also habe ich es einfach sein lassen. Ich hatte auch, to be fair, ich hatte nicht erwartet, dass ich nach dem letzten Schrein einfach so dann plötzlich in so ein Loch geschmissen werde und dann einfach der Boss-Rush ist und dann ist Schluss. Das habe ich nicht mehr erwartet, aber okay. Da haben sie mich auf jeden Fall gut überrascht. Es war ein krasser Plot-Twist und wow. Ich kann es nicht ganz glauben, aber wir haben es geschafft. Chat. Wir haben die CDI-Spiele alle durchgespielt. Wir haben es überlebt. Wir haben den Horror gesehen, am eigenen Leibe erfahren. Und wir können jetzt mit Stolz behaupten, wir wissen, wie die Zelda-CDI-Spiele aussahen. Damn, das ist definitiv ein Achievement. Ich glaube, davon werde ich noch meinen Enkelkindern erzählen. Und sie dann dieses Spiel spielen lassen, wenn sie nicht artig sind. Das war eine Strafe. Jetzt können wir endlich wieder normale Spiele sehen. Tatsächlich ist das nächste Spiel auch, warte mal, bevor ich was Falsches sage, aber genau, danach kommt Ocarina of Time. Wer bin ich? Wo bin ich? Was ist dieses blau-türkisene Licht? Ist das der Himmel? Oh, wir haben es geschafft, Alter. Ich bin so happy, dass ich das noch durchgezogen habe jetzt. Ich war so enttäuscht von diesem Crash. Weil es war ja auch wirklich jetzt nur noch eine Stunde zu spielen eigentlich. Ich war so enttäuscht, dass der Crash dann da war. Ich war wirklich kurz davor, das einfach hinzuschmeißen und zu sagen, ja komm, scheiß drauf. Aber ich glaube, dann wäre mir das ewig im Kopf rumgespukt, dass wir es nicht komplett abgeschlossen haben. Und das ist jetzt schon so ein bisschen Genugtuung auf jeden Fall.